Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück bei Cult of the Lamb mit alles furchtbar kommentiert und einem Gespräch, das wir führen müssen. Ja, da stand nämlich auch schon in der letzten Folge noch so ein Anhänger bei uns nebendran, der wollte unbedingt wieder was von uns haben, beziehungsweise loswerden. Machen wir jetzt gleich. Und ja, dann steigen wir damit auch ein. Glaubt euch Anführer, einige Älteste wurde aus ihrem Kultverband und suchen nun einen Ort, um ihre letzten Jahre zu verbringen. Vielleicht sollten wir sie bei uns aufnehmen. Ja, so eine Quest hatten wir schon, ne? Können wir machen. Können wir machen. Nehmen wir doch zu uns. Kann Dämon beschwören. Genau, da haben wir nämlich beim letzten Mal das Gebäude gebaut. Und da können wir jetzt irgendjemanden hier... Ah, wen nehmen wir denn da? Nehme ich den Wallefarmer mit? Der ist ja auch schon ein bisschen älter. Ach, der verursachte Schaden, anfängliche Anzahl von Herzen, Abklingzeit von Projektilen, Explosionsschaden. Der verursachte Schaden erhöht sich, das klingt doch sehr gut. Mal das hier. Ah, Moment, das wird dann... Stopp mal, dann nehme ich einen von den Anfänger-Kollegen hier. Das ist aber auch interessant. Greift den nächsten Gegner alle paar Sekunden mit Nahkampf. Ja, doch, das machen wir. Na? Sehr schön. Macht zwar nur einen Schaden, aber... Ja, ein Schaden macht auch Mist, ne? Kann ich da jetzt Sachen weinen? Tatsächlich, ich kann hier Holz weinen. Wollen Sie mal das Zeug machen? Ja. Währenddessen müssen wir erstmal hier noch die anderen Sachen noch machen. Mal wieder eine Predigt halten. Ihr kennt es ja, liebe Leute. Wenn ihr schon die eine oder andere Folge gesehen habt, es gibt hier auch sehr viele sich wiederholende Aufgaben. Ach ja, klar. Da wurde noch was besser, ne? Was haben wir denn da noch? Nekromantenwaffen? Nekromantenwaffen lassen gefährliche Geister aus toten Gegnern entweichen, die Widersacher in der Nähe angreifen. Sie tauchen auf deinen Kreuz... Ja! Ja, doch, doch, doch. Das gefällt mir sehr gut. Krone kann man auch wieder verbessern. Ah, jenseits? Oh, nochmal das Jenseits. Ich mache halt einfach quer durch, weil irgendwie ich weiß sowieso nicht, was da jetzt was. Ist ja eh alles Zufall, was man kriegt. Sollen wir die Toten zur Ruhe betten oder ist ihr Dienst noch nicht erfüllt? Ritual der Wiedererweckung. Führe in einem Tempel ein Ritual durch, mit dem du tote Anhänger wiedererwecken kannst. Ja, aber. Ich meine, wenn die an Altersschwäche sterben, bringt mir das was? Begräbnis. Führe in einem Tempel ein Ritual durch, um ein Begräbnis für einen deiner kürzlich verstorbenen Anhänger durchzuführen. Erhalte 20 Glauben. Glaube ich, nehme das hier. Das macht mir. Ich meine, das mit der Wiedererweckung ist vielleicht dann, wenn man mehr so das böse Schaf spielt und dann halt auch Kultisten opfert. Also, nee, ich meine, Anhänger opfert. Und das hier ist mehr so dieses Neutrale. Ne? Damit können wir den Glaubenslevel relativ hochhalten oder relativ einfach hochhalten. Bisher haben wir ja nur die eine. Wir hatten ja bisher nur eine Leiche. Die haben wir dann quasi, ja, einfach in... Kann ich jetzt auch noch durchführen? Könnte ich sogar noch durchführen. Funktioniert das? Ich meine, wir haben ja den einen Verstorbenen. Genau, der Tynano. Haben den jetzt wieder ausgebuddelt, um ihn jetzt wieder neu einzubuddeln. Er hat sich aber noch ganz gut gehalten.
Oh, wie schön. Wirst das Ritualbegräbnis für Tinano durchgeführt. Dann sollten wir jetzt, glaube ich, gerade auch nicht mehr in der Lage sein, irgendwas zu bauen, irgendwas Neues. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu einem Pilzheini erstmal. In die Pilzlandschaft. Ich glaube, da müssten wir nämlich jetzt auch 10 von diesen Sporen haben. Das war so eine Nebenquest. Die Sporengrotte. Achso, ja, Kohle hätten wir auch, ne? Gegner erleiden weniger Schaden. Ne, erleiden Schaden, wenn du gegen sie rollst. In der Nacht erhöht sich der Schaden um 30%. Bewegungs... Das sind wieder so kosmetische Sachen. Aber nachts 30%... Das ist aber stark. Das hätte ich ganz gerne. Allerdings, ja, das ist ja eine Karte, die zufällig kommen kann. Oh. Wir haben das ja nicht genug. Ja, ja, gib so, gib mir! Hervorragend, hervorragend, aber nicht genug. Bring so zu mehr und so zu zeigt dir, wie du deinen Anhängern eine Gehirnwäsche verpasst. So zu vermute, dass du etwas für deine Mühen haben willst? Natürlich, so zu bezahlt stets seine Schulden. Nimm das! Ach, das sind wieder diese Teile für diese Fliese, die bisher beim Durchschauen alle jetzt nicht so prickelnd waren, ne? Könnte ich dir noch eine Anhängerform kaufen? Na ja, komm, schmeiß mal die Kohle weg. So ein bisschen Completionist bin ich ja auch, wenn ich ganz komplett ausgeprägt, aber so ein bisschen ja schon. So, jetzt nochmal zu der Angelstelle, weil wir brauchen auch da nochmal 2 Fischis. Ich kann auch, glaube ich, nur da angeln, ne? Oh ja, das war wieder was mit dem Angeln. So, beißt gleich der Dicke an. Ja, Dicke beißt an. Komm. Einmal Oktopus. Ich glaube, das braucht er aber nicht mehr, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was da jetzt noch braucht. Müssen wir mal schauen, gleich bei der Quest, was da noch dabei stand. Ah, bleibst du da? Komm her zu Papa. Den mittelgroßen möchte ich da haben. Komm, beiß an. Also. Vielleicht haben wir hier wieder alles. Oh, Moment mal, da hinten ist ja noch was Neues gespawnt. Ja, jetzt kommen wir aber her. Wenn ich dir schon die Angel hinhalt. Nein! Ist das nicht schon wieder ein Oktopus? Natürlich. Ich spawne die ganze Zeit was nach. Das war beim letzten Mal, wo ich hier geangelt habe, nicht so, ne? Da war irgendwann halt einfach der Fluss leer. Also. Ne, das war nicht gut. Hier, so. Oh,
Okay, haben wir denn jetzt noch irgendwas? Nee, das, was er haben will, haben wir nicht. Dann mal einfach mal die Fischis hier. Und dann müssen wir mal kurz gucken. Die einsame Hütte, das war mit dem Spielen. Da haben wir, glaube ich, auch noch nichts Neues bekommen. Die Pilgerpassage, da sind wir gerade. Ja, dann können wir eigentlich ins nächste Kampfgebiet aufbrechen. Ich würde dann noch eine... Ach komm, jetzt haben die hier schon wieder überall hingekackt. Muss ich hier doch nochmal kurz drüber streunen. Oder nochmal kurz drüber. Ach, Moment, ich kann hier auch nochmal so Glaubenspunkte mitnehmen. Oh, das ist ja schick. Och, das haben sie auch schon wieder voll gemacht. Ah, nein. Naja, gut. Kann ich ihm auch nochmal Segen geben. Oh, da eskaliert das sogar noch. Hoppla. Okay, ich wollte eigentlich noch eine Mahlzeit auch noch zu mir nehmen, weil... Wir bauen hier mal das Gras ab. Dann kriege ich ja noch so ein Schildherz da, ne? Das eine werde ich jetzt noch was wegwuffeln müssen. Es ist nicht genug für alle da, sage ich euch. Ja, wunderbar. Muss ich das selber wieder wegmachen? Eigentlich schon, ne? Aber. Hä? Ich hab doch gerade das ganze Zeug weg gemacht. Wo ist denn jetzt hier noch was? Der hat ins Gebüsch gemacht, der Rentner. Ich glaube, jetzt habe ich es aber so ziemlich, oder? Okay, wir gehen mal kämpfen jetzt da. Lang genug geschwitzt, lang genug Tourismus betrieben, wir gehen jetzt kämpfen. Ach ja, den kann ich ja auch nicht kaufen, ne? Ah, ich habe ja nichts mehr genug Münzen. Einmal ein Schutzherz, einmal ein normales Herz, bessere Truhen und allgemeiner Waffenschaden erhöht sich. Sehr schön. Ich werde nicht dasselbe Schicksal erleiden wie Leshy. Komm in meinen Tempel, du wirst den Deinen auf die Schlachtbank folgen. Da waren wir aber schon. Wir waren schon auf der Schlachtbank. Deswegen sind wir erst hier. Wir haben einen Follower. Haha. Nekromanten durch. Zerstöre einen... Ah, da haben wir doch eine neue Waffenart. Ich habe beim letzten Mal noch überlegt. Zerstöre einen Gegner, um einen Geist zu entfesseln, der Gegner in der Nähe angreift. Und den Mahlstrom. Natürlich werden wir jetzt aus Gras keine Grasgeister bekommen. Hallo mein Kind, ich kenne dich. Bist du ein Freund von Ratau? Ich erkenne diese Krone auf deinem Kopf. Ratau hat mir alles über dich erzählt. Ich bin unterwegs zu ihm, um eine Runde Astragaloi zu spielen. Hehe. Ich habe Schulden zu bezahlen, um Schulden zu machen. Ach, ich habe mich schon gefragt, wann denn da eigentlich die anderen Kartenspieler kommen. Dann ist es dann jetzt wohl soweit. Heißt, wir können auch den bald wieder mal einen Besuch abstatten. Und da vielleicht ein bisschen... Ja, guck, die Unterkunft braucht er jetzt nicht mehr. Und da mal wieder so ein bisschen... Kohle zu bekommen. Bin aber gespannt, wie das schwieriger werden soll, das... Hoppla. Ich finde es aber ziemlich unübersichtlich. Ich glaube, ich habe hier gerade schon mal so einen Geist oder so gesehen. Okay, das ist ja unser Begleiter hier, der Sternkopf da. Der Seestern, er mag mich. Wieso ist denn der jetzt so? Hä, der hält ja... Was hält denn der aus?
Und wo sind meine Geister? Das ist ja so ein Nekromanten-Heini. Hab ich den jetzt? Ja, Tentakel regeln. Schön weg, Tentakel. Ah, erstmal den rechten Weg. Ich frage mich auch, ob die Geister jetzt stärker werden. Also gehen wir nochmal nach rechts hier. Ach, das sind diese Knallfrische. Oh, verflixt. Die Kugeln. So auffällig sie sind, aber ich habe sie irgendwie nicht gesehen. So, ein von den Fröschchen haben wir noch. Aber auch hier merkt man, also der Schwierigkeitsgrad nimmt da schon dezent ein bisschen zu. So, wir hätten jetzt hier Materialien, wir hätten hier was zum Kaufen. Ah, ich guck mal zu dem Käufer, zu dem Verkäufer. Dass wir drei Sommertage lebten, könnte mein Herz mit solcherlei Freude füllen, die mehr als 50 gewöhnliche Jahre nicht fassen. Geburtssteinfragment, Anhänger, Blaupause, ausverkauft. Ah. Ja, dann nehme ich die Blaupause. Na super, eine Katze auf einem Stein. Wieder Dekoration. Wir sollten wirklich mal anfangen hier unser Camp ein bisschen schöner zu machen. Das Camp Alf-Kult. Darfst du doch alles nichts mehr um Mizi, oder? Na, da. Ja. Fragezeichen, ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Das ist mal wieder ein Gebiet. Oh, wer ist er? Herausforderung. Okay, sowas gab es in Hades ja, glaube ich, auch. Diese Götterprüfungen mehr oder weniger, ne? Mit dem Bruder von ihm. Mal gucken, ob das jetzt auch sowas ähnliches ist. Hallo da, Kreuzfahrer! Setz dich durch. Wenn du den nächsten Kampfräume abschließt, ohne auszuweichen, gehört dir eine Belohnung. Aber wenn du versagst, nun, dann gibt es nichts für dich. Kein Ausweichen in drei Räumen. Uff. Das ist aber fies. Doppelte Kohle. Oder Ressourcen. Ja, komm, wir nehmen mal wieder Ressourcen mit, oder? Also, du müsstest doch einen Raum ohne Ausweichen. Wenn das denn zählt. Oder wenn hier nur. Also, falls hier nicht nur Kampfräume herangezogen werden für die Aktion. Da kommen wir ja schon in den Dingsraum hier. Nee, das zählt tatsächlich nicht. Schade. Frage, will ich das probieren hier? Was ist die Belohnung dann? Das ist halt die Frage, ne? Also gut, das war Nummer 1. Aber wenn da jetzt der Bossraum kommt, dann darf ich ja bei dem gar nicht ausweichen. Das wäre ja ziemlich... Was soll denn dann die Belohnung sein? Jetzt mal runter. Was sind eigentlich die Geister, die ich rief? Die aber nicht kommen. Da war ein Geist hier, ne? War ganz, ganz, ganz kurz gesehen. So ein, das sah so ein bisschen aus wie so ein Pac-Man-Geist.
Also jetzt müssen wir schauen, ob wir den einen Raum jetzt auch noch ohne Rollen hinbekommen. Will ich natürlich schon wissen, was da jetzt die Belohnung ist. Neugierig bin. Jener, den du dienst, das Monster, das wir in Ketten gelegt haben, wird keine Ruhe geben, bis alle vier von uns tot sind. Das ist ja nicht mein Problem. Du magst vielleicht meinen Bruder Leshy getötet haben, aber mich wirst du nicht kriegen und du wirst mich auch nicht in der Nähe der anderen Bischöfe des alten Glaubens bekommen. Wir sind bei weitem älter und mächtiger, als unser werter Bruder Leshy es war. Wow. Ohne Ausweichen ist es aber ziemlich fies hier. Oh, das wird eine sehr knappe Nummer. Okay, den einen Hammer. Den haben wir auch. Okay, jetzt bin ich gespannt. Also die Belohnung haben wir eigentlich. Wie wir ausschauen. Na, du bist ja wohl ganz Besonderes, wie? Du hast die Herausforderung abgeschlossen. Was solltest du bekommen? Ich denke, das ist eine ordentliche Belohnung. Eine Tierform. Echt jetzt, da? Dafür habe ich mich hier grün und blau und alle Farben schlagen lassen. Oh Mann. Gehen wir nochmal nach rechts. Diese Skelette auch nochmal Geister? Tatsächlich. Ich glaube, wenn man mal genug Zeit hätte, könnte man ja eigentlich den kleinen Follow hier alles machen lassen, oder? Der ja dann einfach immer nur hier durchrast und mal einen Schadenspunkt oder sowas macht. Ach, da haben wir dann, glaube ich, auch wieder ein Heilherz bekommen. Uns nichts zu holen. Also frage ich mich, ob es tatsächlich, ob es nicht immer bessere Waffen gibt im Laufe des Runs. Im letzten Run hatten wir dann kurz vor Schluss nochmal neue Waffen bekommen. Jetzt aber hier renne ich quasi noch mit der Anfangswaffe drin. Ah, da haben wir es mal ganz gut gesehen, das mit dem Geist. Da muss aber ein Gegner in der Nähe sein. Also tatsächlich in unmittelbarer Nähe. Und nicht nur irgendwo auf der Karte. Ich hätte aber eigentlich ja gehofft, dass es so wie unser Begleiter halt so ein... Ja, so ein kleiner Kumpane ist, der dann halt mitläuft. Also nicht nur so ganz kurz auftaucht und halt einmal Schaden verursacht und dann verschwindet, sondern halt ja permanent mehr oder weniger, zumindest auf der einzelnen Karte oder so hier, und da bleibt. Wie war es das schon? Ach, kommen wir da jetzt schon zu dem Boss? Ein bisschen Heilung wäre natürlich cool gewesen, ne? Das ist ja unfairer Kampf. Endlich! Ich habe mich schon darauf gefreut. Mach deinen Frieden, Kreatur. Du wirst diesen Tempel nicht wieder verlassen. Nun bin ich mal gespannt, was er kann.
Es ist ein sehr hässlicher Frosch. What? Ja, ein schlapper Maul. Das ist unfair. Sieht man das irgendwie, wann das Schlabbern anfängt? Oh oh. Was ist denn jetzt? Jetzt explodiert er auch noch hier. Ja, klar, er schlabbert mir das Gesicht aber nicht voll um. Ja, okay, gibt ein bisschen Abzug. Okay, aber ich weiß zumindest mal die Muster, die er jetzt schon kann. Vier ist kein Dämon mehr. Achso, die machen jetzt hier alle ein Schläfchen. Die haben gar nichts mitbekommen von meinen... Verlust. Können wir noch Heilquartier, Reinigungspost... Oh, Moment, können die das selber sauber machen dann? Ein Gebäude, das Anhängern die Möglichkeit gibt, sich um ihren Dreck zu kümmern. Ja, bitteschön. Oh. Außerdem... der Glaube ziemlich runtergekommen, ne? Wir müssen mal die Hütten verstärken hier. So. Haben wir dann jetzt alle? Ich glaube schon. Ach, das erzeugt auch Glauben, da schon mal einer an. Das Geweideding, da bräuchten wir... Achso, da bräuchten wir jetzt auch noch... das kostet auch noch so Goldklumpen. Richtig, sauber machen kostet Goldklumpen. Na, ihr seid mir toll. Okay, das wird alles noch... Ja, stimmt, das Toilettenhäuschen habe ich auch noch nicht, ne? Das habe ich ja auch noch nicht. Aber wir müssen mal ganz schnell was für den Glauben tun. Warum auch immer die da so krass abkacken hier mit ihrem Glauben. Oder liegt es daran, dass ich gestorben bin? Das kann natürlich sein. Kann ich hier vielleicht mal wieder zwei Fliegen mit einer Klatsche erschlagen? Also im Sinne von, ich mache jetzt einfach mal so ein großes Festmahl. Achso, ja, das haben wir heute schon gemacht. Halt! Bleibt da! Bleibt da, ich bin heute fertig mit euch. Erstmal, das geht sogar noch. Aus den Knochen der Gefallenen gibt es eine leckere Mahlzeit. Seht ihr, wie gut ich zu euch bin?
Ist in der Liebe und im Krieg alles erlaubt? Rituelle Kampfgrube. Führe in meinem Tempel ein Ritual durch, bei dem zwei Anhänger sich bis auf den Tod bekämpfen, es sei denn, du fühlst dich barmherzig. Hochzeit. Führe mein Ritual durch, damit du einen deiner Anhänger heiraten kannst. Also, damit du einen deiner Anhänger heiraten kannst? Nein, ich glaube nicht so an Hochzeit. Wir machen hier das Kampfritual. Das will ich sehen. Ach so. Könnte ich sogar ausprobieren. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Das werden wir ein anderes Mal machen. Wollen wir mal schauen, ganz geschwind. Das Toilettenhäuschen kann ich wahrscheinlich immer noch nicht bauen, weil mir irgendwas fehlt, oder? Achso, ja. Was ist denn das? Ist das geweihtes Holz jetzt da oder ist das normales Holz? Das ist geweihtes Holz, ne? So, wenn ich die jetzt aber da reinpacke, dann müsste das eigentlich klappen. Achso, wir haben ja noch einen neuen... Einen neuen Follower, der ist sogar gar nicht so schlecht. Er ignoriert Predigen von Abweichland. Die Heilung verläuft um 15% schneller und 15% leichter, die Stufe zu erhöhen. Wie, das ist schon Opa? Ja, voll der Knacker hier schon. Haushund? Haushund? Kann den tätscheln? Was? Der ist natürlich schon 45 Jahre alt. Okay. Ja, liebe Leute, während unsere Anhänger hier noch Zeug bauen, würde ich sagen, heute ist mal wieder fertig, heute ist mal wieder genug und ja, ich begrüße euch dann beim nächsten Mal wieder. Dann geht es weiter mit Cult of the Lamp. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.